Hallo und Servus zu einem neuen Video. In der heutigen Tour sind wir auf einen der beliebtesten und bekanntesten Gipfel in den Duxalpen gegangen, und zwar den Kilfert mit 2506 Meter. Und vorab noch ein paar Tourendaten. Ausgangspunkt von uns war Wehrberg vom Gasthof Innerst. Man kann den aber auch von Hochfügen vom Skigebiet weg losgehen. Die Gehzeit ist 3-3,5 Stunden, wobei die schnellsten es bei der Kilfert Trophy in 1,5 Stunden schaffen, den Gipfel zu erklimmen. Die Höhenmeter sind 1255, Ausrichtung ist West bzw. Nordwest und die Lawinengefahr laut Führer ist kaum bis Mittel. Nach einem Blick in den Lawinenreport von diesem Tag sieht man, dass die Gefahrenstufe 1 bis 2 ist und somit sehr sicher. Ja, servus, heute gehen wir in Kilfert, da oben sehen wir schon unser Ziel. Das Gipfelkreuz ist nicht klar, das sehen wir ganz gut von da. Jetzt war es ein bisschen hauschig, jetzt schauen wir noch die ersten Meter in den Wald rein. Dann sind die Hausscheißen vermutlich wieder runter, hoffentlich. Und dann schauen wir weiter. Weiter geht's bergauf. Jetzt sind wir ungefähr 2 Stunden 20 auf dem Weg, also ganz genau 2 Stunden 21. Haben wir jetzt ungefähr, jetzt haben wir dann auf 50 Höhenmeter. Schauen wir. Sind jetzt auf 2000 Höhenmeter, 500 haben wir noch zu go. Die Schneebedingungen sind wechselhaft, teilweise ist es ein bisschen wenig, teilweise ist es ein bisschen harschig und teilweise ist es wieder schönster Pulverschnee. Ja, schauen wir mal, wie wir ablassen, dass es am Gipfel ist. Und wie viel Spaß das noch macht, der Rest. Dann geht's wieder weiter bergauf. Jetzt sind wir herum. So, dann haben wir jetzt geschafft. Wir sind jetzt am Kilfert herum. Genau, exakt 3 Stunden 30. Steif haben wir schon seit ca. 800 Höhenmeter gesehen. Das ist aber ein riesiges Gipfelkreuz. Das ist jetzt das ganze Verhältnis ein bisschen anders. Jetzt herum sehen wir ganz gut. Da unten ist Hochfügen. Da geht es Hochfügen rein. Dahinter ist ein Aszillertal. Da vorne sieht man dann das Inntal. Wir sind da bei Fump angefahren, über Wehrberg einer. Und da unten im Innerst haben wir einen Park und sind da über die Almen durch den Wald und dann über die Wiesen aufgegangen. Da hinten war eine weiter als Wehrtal noch. Das schaut auch noch gewaltig schöne Touren aus, die werden wir uns sicher fürs nächste Mal aufgehalten. So, jetzt gibt es einmal eine gute Gipfeljause, eine verdiente und einen warmen Tee. Mit Schuss. Okay. Okay.